Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sparen mit Barbara. Ich zeige euch auch diese Woche wieder meinen Wocheneinkauf mit meinem Budget von 65 Euro für zwei Personen. Das entspricht genau dem, was der Hartz-IV-Satz für eine Person und ein minderjähriges Kind für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke vorsieht. Ich war diese Woche bei Netto und Rewe und bin noch mit einem schönen Plus in die neue Woche gestartet, aus der Vorwoche. Bei Netto waren diese Woche die Bananen im Angebot für 89 Cent aufs Kilo. Das sind 2,8 Kilo ungefähr für 2,44 Euro, waren das meine ich. Die goldenen Kiwis waren auch im Angebot für 33 Cent das Stück. Und drei Packungen Heidelbeeren, also 600 Gramm, haben 4 Euro gekostet, war auch ein Angebot. Außerdem gab es deutsche Möhren für 1 Euro aufs Kilo und sehr schöne Radieschen für 49 Cent. Dann diese deutschen kleinen Rispentomaten waren auch im Angebot für 1,99. Eine Gurke für 35 Cent und Paprika war nicht im Angebot. Da hat das Kilo 4,99 gekostet. Ich habe hierfür, ich glaube, 2,26 bezahlt. Milchprodukte habe ich natürlich auch wieder eingekauft. Und zwar dreimal die 1,5 Liter Packung Landliebe. Die war bei Rewe im Angebot für jeweils 1,19. Die anderen Sachen habe ich bei Netto mitgenommen. Saure Sahne für 55 Cent. Ein Quark, da hatte ich noch so einen Coupon, da hat er nur 49 Cent gekostet. Ein Mozzarella für 69 Cent, 9 Cent für die Hefe und zweimal Schlagsahne, die hat regulär 79 Cent gekostet. Ich hatte aber auch da noch einen Coupon, sodass die eine Sahne nur 55 Cent gekostet hat. Ja. Dann habe ich bei Rewe hier zweimal Konserven mitgenommen, also zwei große Gläser, einmal Erbsen, einmal Möhren, von so einem, naja, einer Art regionalem Anbieter. Das wird hier zumindest abgepackt, wo die Sachen jetzt eigentlich herkommen. Das Gemüse kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber schmeckt super. Also die Bohnen haben 1,89 gekostet und die Erbsen 1,99. Bei Netto hatte ich noch einen Sandwich-Toast mitgenommen für 99 Cent. Ebenfalls vom Netto ist der Cappuccino und der Latte Macchiato für jeweils 1,49. Backpulver und Vanillezucker für jeweils 29 Cent. Und jetzt komme ich zum Junkfood. Also das war diese Woche wirklich nicht mehr normal. Aber naja, für meinen Sohn nochmal Brattee. Also der Zitrone hat ihm sehr gut geschmeckt. Und Granatapfel möchte er jetzt mal probieren. Vom Rewe für jeweils 1,49. Dann waren beim Rewe die Dessertsoßen im Angebot. Da wollte ich eigentlich Schokokaramell und Erdbeer mitnehmen. Gab aber nur noch Erdbeer, weil damit kann man quasi so ein selbstgemachtes Spaghetti-Eis machen. Meine Spätzlepresse hat dafür allerdings leider nicht so gut funktioniert. Aber ein bisschen Sahne, Vanilleeis und eben diese Dessertsoße schmeckt ja letztendlich genauso, auch wenn es nicht spaghettiförmig ist. Und dann mal wieder Schokobons. 200 Gramm für 2,22, ebenfalls von Netto. Tja, und die Eskalation kam dann beim Eis. Ich hatte erstmal schon bei Netto zwei Packungen mitgenommen. Einmal dieses Häagen-Dazs, das ist irgendwie Macadamia und Karamell, tralala, für 2,99. Und dann wurde der Preis dauerhaft gesenkt für diese Eigenmarke Jack's. Da habe ich die Sorte Cookie Dough mitgenommen für 1,99. Ja, und bei Rewe habe ich dann noch sechsmal Plombier-Eiscreme mitgenommen für 1,99, sechsmal Magnum Mandel für 2,85. Außerdem endlich dieses Netflix and Chill, das ich ja beim letzten Mal, also als ich das letzte Mal Ben & Jerry's gekauft habe, aus Versehen die falsche Sorte mitgenommen habe. 4,99, alles jeweils aus dem Angebot, ist mit 4,99 natürlich immer noch teuer. Und dreimal Restaurante-Pizza für jeweils 1,99. Jetzt haben wir wieder sechs Tiefkühlpizzen und ja, die von mir aus keine Quarantäne oder sonst was kommen. Ich bin für die nächsten 3 Samstage sind wir ausgestattet. Ja, das war's. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe das Budget natürlich nicht verbraucht. Ich rechne es euch gleich nochmal genau aus. Es ist aber jetzt halt auch so, dass ich im Mai wieder Fleisch und Wurst einkaufen werde, sodass ich ganz froh bin, wenn ich einen kleinen finanziellen Puffer habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Sparbara.